In der Stadt Wuhan am Yangtze-Kiang besuchen wir eine sehr sehenswerte Ausstellung zur alten chinesischen Geschichte. Das Museum beherbergt auch ein riesiges Glockenspiel mit 65 einzelnen Bronzeglocken. Mit diesen auf einem großen Gestell aufgehängten Glocken können Klänge in unterschiedlichen Tonhöhen erzeugt werden. Das mächtige Glockenspiel wurde vor über 2000 Jahren hergestellt. Es zeigt, dass die Chinesen die Technologie des Bronzegießens schon in alter Zeit beherrschten. Mit 2,5 Tonnen Gewicht gehört es zu den größten Bronzekunstwerken des alten China. Das wertvolle Original ist hinter Glasscheiben aufbewahrt. Für konzertante Aufführungen, die in einem besonderen Konzertsaal stattfinden, wurde eine originalgetreue Nachbildung gegossen. Wir besuchen eine Pagode aus der Zeit der Song-Dynastie. Mit ihren filigranen Dachkonstruktionen präsentiert sie den typischen Baustil der chinesischen Architektur. Auf den Besuch von Touristen ist man hier bestens vorbereitet. Zwei Mädchen aus der Volksgruppe der Maupi begrüßen uns mit Gesang und Tanz. Obwohl 92% der chinesischen Bevölkerung Han-Chinesen sind, gehören den 55 offiziell anerkannten ethnischen Minderheiten in China weit über 100 Millionen Menschen an. Zahlreiche Volksgruppen konnten ihre eigenen Traditionen zum Teil bewahren. Dies zeigt sich besonders in der Folklore, bei Tanz und Musik.